Die Auswahl an Fertiggerichten in den Supermärkten nimmt extrem rasant zu und wenn man sich nicht so viel mit diesen Produkten auseinandersetzt, dann ist es oft nicht so einfach zu wissen, was jetzt ein Riesenkrampf ist und sein Geld nicht wert und was kann man ab und an schon mal essen, wenn es die Zeit nicht hergibt, mal selber zu kochen oder wenn man mal schnell was auf die Hand möchte. Und da die Eigenmarken der einzelnen Supermärkte einfach zu groß sind, um alles in einem Video zu besprechen, gehe ich die einzelnen Supermärkte getrennt durch. Dann habt ihr da einen separaten Überblick und könnt je nach Markt und Vorliebe euch für die jeweiligen Produkte entscheiden oder auch nicht. Und bevor die ersten Freihälse gleich wieder an Krampf kriegen, nein, das ist kein Werbevideo. Das ist ein Aufklär- und Meinungsvideo von mir. DM hat mir leider nichts für dieses Video bezahlt, was ich natürlich schade finde, weil für seine Arbeit bezahlt werden ist nämlich immer gut. Also, wenn jemand vom DM, der was zu sagen hat, da jetzt zuschaut, ihr wisst, was zu tun ist. Meinen Kontakt findet ihr in der Kanalinfo. Und apropos Info, ich bin der Ken, Ernährungsberater und hier bei mir bekommt ihr alles rund um das Thema gesunde, vollwertige und ausgewogene Ernährung mit einer guten Prise Humor und immer am aktuellen Stand der Wissenschaft. Das heißt, ich erzähle euch nicht nur meine Meinung, sondern meine Meinung basierend auf wissenschaftlichen Fakten, denn eine Meinung, die nicht auf Fakten beruht, kannst halt einfach in der Pfeife rauchen und ist so unnötig wie ein Kropf. Und jetzt viel Spaß beim Video. Das erste Produkt, das wir uns anschauen, sind die Fertiggerichte in der Dose. Schade, dass es keine Fertiggerichte im Glas sind, aber ich kann schon verstehen, warum man sich bei einigen Produkten für eine Dose entscheidet und nicht fürs Glas. Bloß ein bisschen klein sind die Dosen, wenn du mal einen gescheiten Hunger hast. Was auffällig ist, und es springt halt sofort ins Auge, ist der hohe Proteingehalt. Zumindest bewerben sie damit, da siehst du es überall, Proteinquelle, hoher Proteingehalt, da nicht so. Wenn wir jetzt drauf schauen, dann sehen wir, schaut schon mal mit Tomatenmark 24% und Kidneybohnen an zweiter Stelle. Das heißt, wir haben hier einen Bohneneintopf, Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Mais, Paprika, ein Weizenerzeugnis, also irgendwie Seitanfrot oder wie, so wie das ausschaut, zusätzlich noch drin als Eiweißkomponente wahrscheinlich. Ja, und dann haben sie eigentlich nichts mehr drin. Gurkenmehl, ja gut, dass das Ganze halt ein bisschen bindet. Ja, mei. Nichts, was ich daheim nicht auch verwenden würde. Also auf den ersten Blick sind die Zutaten jetzt irgendwie schon cool. Vergleichen wir nur den Eiweißgehalt. Kamera scharf, C5. Und einmal 3,3 und einmal 5,1. Das heißt mal 4 nimmst du es halt. Also 4 mal 5, 20 Gramm Eiweiß, wenn es das Chili ist. Und ein bisschen weniger, wenn du den Erbseneintopf isst, aber als Grundbasiskomponente, sage ich jetzt einmal, ist das schon okay. Also jetzt nicht herausragend, schauen wir uns den Linseneintopf an. Auch 3,3 und von den Zutaten, schätze ich mal, enttäuscht er uns jetzt nicht. Genau, Wasser, Linsen an zweiter Stelle, dann wieder klar Karotten, Zwiebeln, Kartoffeln. Das gleiche wie vorher, im Endeffekt ist so der Basisaufbau identisch. Ein bisschen Rohrzucker. Ja, mei, da verzichten sie dann. Na, verzichten sie nicht. Guacamole. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Also da ist nichts drin. Cool. Schabzigerklee schmeckt bestimmt lecker. Probieren wir gleich mal. Also da ist jetzt nichts drin, was ich jetzt sagen würde, das gehört nicht rein. Mit Kokosmilch. Okay. Was haben wir da an Eiweiß? Okay, das hat das wenigste Eiweiß, wo die Kichererbsen eigentlich ganz potent sind, aber ohne zweite Proteinquelle ist halt schwierig. Gell? Also Kichererbsen, Kokosmilch und dann das gleiche Zeug wie vorhin halt auch. Also im Endeffekt, wenn ihr kochen könnt und schnell seid, dann kriegt ihr das bestimmt auch genauso gut, wenn nicht besser hin, aber für alle, die jetzt hier irgendwie so weder Zeit noch Lust haben, sich sowas zu machen, schaut das nicht schlecht aus. Und auch die Zusammensetzung, hier mal
3 Gramm Fett, 11 Kohlenhydrate, 3 Gramm Eiweiß ist natürlich kohlenhydratlastig, weil eben der Schwerpunkt auf den Kichererbsen liegt. Aber vom Fett her, darum geht es mir ja eigentlich im Endeffekt. Es ist jetzt nicht übermäßig Fett. Also da schon, weil eben die Kokosmilch eine große Rolle spielt. Aber ansonsten ist es hier echt irgendwie nicht klug, nicht besonders klug oder außerordentlich klug, aber auch nicht dumm zusammengestellt. Wir haben relativ wenig Fett, gute Energiequelle, Kohlenhydrate ist nicht schlecht und dann Eiweiß. Ja, mei, okay, das ist jetzt, es ist nicht für die High-Protein-Fraktion gedacht, das ist schon klar, aber es ist jetzt nicht verkehrt. Ich finde die Zusammenstellung ganz cool. Das Salz ist halt wie immer bei den Fertiggerichten ein Problem. Du nimmst halt gleich einmal 4,4 Gramm Salz zu dir, wenn du dir den Linseneintopf reinhaust oder hier das Chili Sin Carne. Was hat das? 1,3, ja, das ist halt schon viel, gell? Das ist halt schon viel Salz. Da bin ich jetzt, ja, ihr wisst ja, bin nicht der größte Salz-Fans. Ich meine, Salz ist wichtig, Salz ist cool. Ich salze gern, aber nicht mit Salz, sondern mit Miso, Sojasauce und dergleichen. Mit fermentierten Lebensmitteln versuche ich den Salzgehalt, den Salzbedarf zu decken. Bei so Fertiggerichten, aber da, das ist halt die Krankheit aller Fertiggerichte, du kommst halt immer irgendwie schnell an deine Salzobergrenze. Das muss man wissen. Das ist der saure Apfel, den du isst, wenn du Fertiggerichte zubereitest. Aber jetzt schauen wir mal, wie der ganze Krampf da schmeckt. Also Zutaten schauen cool aus, sage ich jetzt einmal. Ist natürlich klar, dass wir nicht alle auf einmal aufmachen. So viel kann ich gar nicht essen, deswegen entscheiden wir uns für irgendwas. Normalerweise würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare, aber das funktioniert ja nicht. Also, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir lassen den Knoblauch entscheiden, oder? Schauen wir mal, da wo der Knoblauch drauf liegen bleibt, den nehmen wir, ja? Also, schauen wir. Das funktioniert nicht. Okay, wisst ihr was? Also, so funktioniert es nicht. Dann müssen wir das anders entscheiden. Chili bleibt der High-Protein- Part und dann Kichererbsen, Erbsen, Linsen. Ja, ich würde sagen Kichererbsen, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr die anderen haben hättet wollen sehen, dann machen wir das nächste Mal die anderen, weil das ja klar ist, oder? Ich werde die Dosen jetzt nicht warm machen, weil ich sag's mal so, wenn es kalt nicht schmeckt, dann schmeckt es warm erst recht nicht. Oder anders, das Zeug muss kalt schmecken, weil warm ist leichter, dass es schmeckt. Also, einmal Chili kalt. Wer sich davor ekelt, der macht jetzt die Augen zu. Aber ich habe kein Problem mit kalten Sachen. Das ist Standard bei Campern. Bei Wildcampern. Darf man ja nicht sagen, gell? Ist verboten. So, machen wir noch das Curry. Also, lasst uns einmal festhalten, dass wir hier grundsätzlich von den Zutaten gut dabei sind. Ich würde es nicht viel anders machen, wenn ich zu Hause das machen würde. Von der Eiweißzusammensetzung ist das Chili das Beste, das Kichererbsen, Curry das Schlechteste. Das heißt, wenn ihr da noch Eiweiß haben wollt, müsst ihr irgendwie zusätzlich was mit rein machen. Und geschmacklich schaut es schon mal gut aus. Schaut aus, wie es ausschauen soll, oder? Es ist kein Mais drin. Es ist kein Mais drin, das ist schon mal äußerst positiv. Ah ja, was würde ich sagen, es schmeckt, es hat schon den ähnlichen Fertig-Chili-Dosen-Geschmack oder auch Glas, also das hat nichts mit der Dosen zu tun, aber das Fertig-Chili aus dem Glas oder eben das Fertig-Chili, das hat so einen eigenen
wiedererkennbaren Chili-Geschmack und es hat das eben auch. Aber von der Gesamtzusammensetzung ist es sehr würzig. Also es ist schon, man schmeckt, was sind die Zutaten, man schmeckt, dass Gewürze drin sind. Und zwar, du schmeckst raus die Muskatnuss, das Kumin, obwohl es an vorletzter Stelle ist, schmeckst du den Kreuzkümmel, finde ich, raus. Und die Gewürze kommen gut zur Geltung. Wer das nicht mag, dem wird es wahrscheinlich zu würzig sein. Wer es gerne würzig mag, und die Leute, meine Community mag sie würzig, oder? Der wird hier auf seine Kosten kommen. Und das Kichererbsen-Curry, neuer Löffel, da ist der Löffel. Kichererbsen-Curry ist flüssiger, aber schaut auch irgendwie gut aus. Mir fehlen jetzt noch die Eiweißkomponenten, habe ich ja schon gesagt, gell? Naja, das ist wiederum ein bisschen schwach auf der Brust. Schmeckt gut. Schmeckt gut. So, erst einmal das Positive. Es schmeckt mir. Man kann es schon jemandem hinstellen, wenn es schnell gehen muss oder selber essen, wenn es kurz Zeit hast. Aber ich würde das Ganze ein bisschen kräftiger machen. Hier auch von den Zutaten. Ja, Kardamom, genau, das ist das. Kommt ein bisschen durch, finde ich gut, finde ich sehr gut. Geschmackig, taugt man, kann man essen, zur Not. Und ich schätze mal, das gilt für den anderen beiden auch. Wenn ihr wissen wollt, wie die schmecken, wie gesagt, schreibt es, dann machen wir in der nächsten Runde die anderen beiden Dosen auf. Was der DM aber nicht am Start hat, sind richtig gute Misos. Und mittlerweile gibt es ja meine Premium-Misos auch im Family-Pack. Richtig groß und richtig gut, zum richtig fairen Preis für diese Qualität. Für mich ist es einfach die beste Art, sein Essen zu salzen. Eine fermentierte Getreidebohnenpaste, die so viel Geschmack ins Essen bringt, das kann man sich eigentlich nur vorstellen. Wenn man es selber mal probiert hat und jeder, der Miso verwendet, weiß, wie ich das meine und von was ich spreche. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich sogar mein Eis mit Miso mache. Einfach unschlagbar. Oder einen Schokokuchen mit Miso findet ihr in meinem Kochbuch. Und natürlich gilt das alles auch für die Sojasauce unpasteurisiert oder für den fermentierten Aprikosenessig. Ich glaube, da muss ich nicht mehr viel zu sagen zu dem. Da ist der Name Programm. Und den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Der führt direkt zum Ken Koch Supermarkt. Und ansonsten, wir kommen wahrscheinlich zum meist herbeigesehntesten Produkt. Heute diese Bratlingmischungen vom DM. Ich glaube, das ist so, darum geht es den meisten. Und wenn nicht, dann sagt es mir, um was es euch geht, was ich noch testen soll, was ich nicht gekauft habe, was ich vergessen habe. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt, das ist glaube ich neu, das habe ich jetzt einfach mit dazu eingepackt, auch wenn es jetzt nicht direkt in Konkurrenz mit diesen Bratlingen steht, aber schauen wir uns auch an. Ich denke mal, die meisten von euch sind gespannt, ob man das guten Gewissens essen kann oder ob das ein Schmarrn ist. Und falls nicht, schreibt es mir, was noch getestet werden soll. Wir schauen uns einmal die Zutaten an. Und die Zutaten sagen Linsenschrot, Maisgrieß, Zwiebeln, Vollkornmehl, Kartoffelstärke, Paprika, Tomate, Knoblauch, Sonnenblumenöl, relativ weit hinten Kreuzkümmel, Basilikum, Chili, Pfeffer. Super, so gehört sich das. Ich würde es halt mit Olivenöl machen, wenn ich daheim wäre. Aber der Rest, also was willst du noch mehr anders besser machen? Die Zutaten schauen gut aus. Bei der Falafel wahrscheinlich identisch. So, Kichererbsen, Kichererbsenmehl, Reismehl, Zwiebeln, Petersilie, Kreuzkümmel, Knoblauch. Siehst du mal, nicht einmal Öl. Ohne Öl, auch cool, nur besser. Dann die Gemüsebratlinge, da Haferflocken, Dinkelgrieß, Dinkelflocken, Cornflakes. Warum haben die da Cornflakes rein? Flakes rein. Zwiebeln, Karotten, Mais, Sonnenblumenöl, Zucchini, Champignon, Kurkuma. Ja, also im Endeffekt mache ich meinen Gewürzschrank auf und dann
können wir das selber machen. Aber nicht jeder hat die Zeit. Was sagt die Harissa? Ist wahrscheinlich ein bisschen scharf. Chili, ja, 09 wird jetzt halt nicht der Oberburner sein. Aber schauen wir mal, wenn wir testen. Ansonsten auch hier schöne Zutaten. Und das da, das überrascht mich, wollte ich schon sagen, das interessiert mich auch echt. Eine Minute zubereitet, das ist natürlich der absolute Eye-Catcher, oder? Zubereitet in eine Minute, 60% Gemüse mit Quinoa und Bulgur in Bio. Alter, das ist echt gut, würde ich sagen. Gute Werbung, zumindest auf den ersten Blick, und auf den zweiten Blick haben wir Karotten, Zucchini, Tomaten, Bulgur, Zwiebeln, Kürbis, Quinoa, okay, Olivenöl, ja hallo, ohne Sonnenblumenöl, mit Olivenöl, coole Zutaten, kein Schmarrn drin. Wenn das jetzt auch noch gut schmeckt, dann ist das gut. Richtig gutes Zeug. Schauen wir mal. Also von den Zutaten schaut es gut aus. Was sagen die Nährwerte? Das ist ja im Endeffekt das Zweitwichtigste. Vielleicht sogar noch wichtiger, wobei der Geschmack eigentlich ganz vorne steht. Und dann bei den meisten. Weil wenn es nicht schmeckt, dann isst es ja keiner und dann kannst du es nicht verkaufen. Also, 44 Kohlenhydrate, wenig Fett, viele Ballaststoffe und eine gute Portion Eiweiß. Was ist das jetzt? Ist das jetzt, wenn du alle machst, oder was? Weiß ich jetzt nicht. Wie viel sind das? Das sind 175 Gramm. Und was ist das? Warum ist das so zusammen 100 Gramm? Okay. Die durchschnittliche Menge auf 100 Gramm. Das heißt, wenn du das Ganze auf einmal machst, aber du wirst das nicht alles auf einmal essen. Also das sind 13 bis 15 Stück. Das ist für zwei Leute. Mal 2 sozusagen, geteilt durch 2. Salz, ja, gut, geteilt durch 2, gell, passt. Mich stören die Kohlenhydrate hier überhaupt nicht, weil im Endeffekt, das sind Kohlenhydrate aus Kichererbsen und Vollkorn und es ist kein Zucker drin, oder? Sieh ihn jetzt bloß nicht, aber es ist kein Zucker drin, das heißt, wir haben hier tatsächlich die Kohlenhydrate von den Kichererbsen, und so wird es denen auch gehen. Die haben ja vorher gesagt, die Zutaten schauen gut aus, da ist Linsen, da ist auch kein zusätzlicher Zucker drin, was ja echt sehr sympathisch ist. Ich meine, ich habe kein Problem mit Zucker. Ich tue ja auch eine süße Komponente immer wieder ins Essen, weil ich ja auch die salzige, die saure Komponente mit den fermentierten Lebensmitteln immer mit dabei habe. Das heißt, wir brauchen einen Ausgleich. Aber hier ganz ohne Zucker, das heißt, du kannst selber sogar noch ein bisschen variieren, wenn du das einmal dann pimpen magst oder so. Aber auch hier viel Kohlenhydrate, aber auch viel Eiweiß. Man könnte das Verhältnis natürlich noch ein bisschen verschieben, indem man einfach da versucht, die Kohlenhydrate um 10 runter und das Eiweiß um 10 hoch oder so. Aber vom Fett her ist ja echt eh super zusammengesetzt, und hier auch die Falafel genau identisch. Ein bisschen weniger Kohlenhydrate als die Harissa, als die Linsen. Die Harissa hat identisch, oder? 44, 47, 19, 17. Okay, also wenn ich jetzt als Food-Designer mich hier setzen darf und das Ganze designen würde, würde ich versuchen, da vom Verhältnis ein bisschen 10 mehr beim Eiweiß und 10 weniger bei den Kohlenhydraten irgendwie zusammenzubekommen. Ist wahrscheinlich nicht so einfach, damit das Ganze auch noch irgendwie massentauglich schmeckt. Aber auch so würde ich sagen, bewegen wir uns auf einer guten Ebene. Das müssen wir noch anschauen. Ja gut, das hat fast kein Eiweiß. Das ist nicht so schön. Und im Verhältnis, gut, Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß. Das ist zum Beispiel ein Verhältnis, das ist, ja, ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht herausragend gut. Da könnte man auch wieder so ein bisschen vom einen weg, ein bisschen weniger Fett, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, ein bisschen mehr Eiweiß, so dass Kohlenhydrate zwar immer unsere Hauptenergiequelle ist, aber deutlich mehr Eiweiß als Fett zum Beispiel. Das ist ja, das sollten wir immer schauen, dass wir mehr Eiweiß als Fett haben. Und
Grundsätzlich ist es ja so, dass das ja immer auch irgendwie eine Kombinationsmöglichkeit ist. Das heißt, du, wenn du Fertiggerichte als alleiniges Gericht siehst, ohne dass du es irgendwie modifizierst, dann ist es immer nicht 100% optimal zusammengesetzt. Das heißt, wenn du dich für ein Fertiggericht entschieden hast, weil es dir schmeckt und weil es im Großen und Ganzen gut ist, gut zusammengesetzt ist, dann kann man immer wieder damit anfangen, das noch zu optimieren. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel fürs ganze Jahr dir so 10 Falafeln reinhaust in deinen Vorratsschrank, dann weißt du, wenn du die Falafel machst, dass du beim nächsten Mal da ein bisschen, keine Ahnung, einfach die Eiweißkomponente nach oben schraubst und da, dadurch die ganze, das ganze Verhältnis ein bisschen optimierst. Das ist ja als Basis, als Ausgangsbasis schon mal eine gute Ausgangsbasis. Also, die wollen von uns 200 Milliliter Wasser und die weniger. 225, okay. Ich habe ja mit dem Abmessen von so Wasser, das geht mir immer tierisch auf den Senkel. Deswegen arbeite ich da gern einfach mit einer Waage. Das ist einfach einfacher. Hier stehen rote Linsen. Aufmachen, merken, wie viel Nei kommt. 225 Milliliter. Aufmachen. Nei schütten. Sieht ihr bei Ostein wie der erste Mensch, der das macht. Die machen es nämlich immer komplizierter als dann die nachfolgenden Menschen. So, und dann drückst du auf 0 und dann haust einfach 225 Milliliter drauf. Schauen wir mal, wie gut wir sind. Schauen wir mal. 20. 25. Wie ein Profi. Umrühren. 200. Erster Mensch. Wenn ihr eine Schar habt, also eine Schere, dann müsst ihr euch nicht so anstellen. 0, 200. Halt, das war zu viel! Mist! Ha! Macht nichts, wird schon funktionieren. Das war natürlich Absicht, damit wir gleich schauen können, was passiert, wenn wir aus Versehen zu viel Flüssigkeit verwendet, ob das dann trotzdem funktioniert, gell? Wir sind ja hier nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. So, jetzt haben wir 4 kleine von denen und 4 kleine von denen und schauen wir mal. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie lange die brauchen. Machen wir nach Gefühl, oder? So, Harissa Falafel. Siehst du schon, sind zu weich, deswegen heiß. Deswegen drückt es die da so zusammen, weil es einfach zu weich sind. Aber geschmacklich. Sind sie ein bisschen zu salzig, ja nicht zu salzig nicht, aber ein bisschen salzig. Aber gut. Salzig, aber gut. Nicht versalzen. Das ist immer das Wichtige. Auch half. Auch sehr lecker und die sind scharf. Ich weiß gar nicht. Was habe ich gehabt? Harissa Falafel und Linsen, oder? Warum ist der Linsen schärfer als die Harissa? Sägezement, jetzt muss ich mal nachschauen.
Rote Linsenbratlinge. Ach so. Ah. Sind das die roten Linsenbratlinge? Ich rede die ganze Zeit an Schmarrn. Also, die Harissa Falafel und das ist rote Linsenbratling. Ich bringe die ganze Zeit irgendwas durcheinander. Aber jetzt weiß ich auch, warum die so scharf sind. Und bei der Harissa Falafel hat die Menge Wasser gepasst und beim roten Linsenbratling eher weniger. Jetzt sind wir beieinander. Jetzt wird der Schuh draus. Rote Linsenbratling. In der Mitte ein bisschen zu weich, aber sonst sehr lecker. Und Harissa Falafel ordentlich scharf für jemanden, der es nicht gewohnt ist. Und jeder, der scharf mag, wird nicht unzufrieden sein. Geschmacklich sind beide gut. Die Harissa Falafel ein bisschen weniger salzig als der rote Linsenbratling. Ja. Passt. Wir sind am Ende, weil wir haben noch so viel, das ich zeigen müsste, aber ich komme nicht dazu, sonst wird das Video deutlich zu lang. Das heißt, wir haben einige der vorgestellten Produkte noch nicht probiert. Wir haben einige noch gar nicht vorgestellt. Hier Kinder-Knusper-Müsli. Ist das was Gescheites? Kann das was? Oder ist das ein Krampf? Oder auch hier Basen-Balance-Porridge. Ist das eher ein Namenscatcher oder ist da was dran? Wie schaut es mit den ganzen Broten aus? Eiweißbrot, Saatenbrot oder das pure? Besser gesagt, was haben wir da? Toast, Roggen, Vollkornbrötchen. Haufenweise Tomaten, Fertigsoßen, gegrillte Paprika, gegrillte Zucchini. Pesto, Puttanesca, was weiß ich, Tomaten, Arrabbiata, also was für die Pasta, noch nicht angeschaut. Dann natürlich, wie schaut es mit so Hackalternativen, Sonnenblumenhack oder aus Erbsenprotein, was ist das? Oder aus Erbsenprotein mit Jackfruit, kann das was, wie ist da die Zusammensetzung? Und natürlich auch so externe Marken, die ja jede Menge Fertigzeugs anbieten, was ist da drin, wie schmeckt es, kann das was. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt auf einen zweiten Teil, der heutige ist ja abgeschlossen, ich hoffe, es hat euch getaugt und wenn ihr den Rest auch noch getestet haben wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare, ihr wisst ja, wie das geht. Wir sehen uns nächste Woche, entweder mit dem zweiten Teil oder mit was anderem. Habe die Ehre.